Hallo liebe Leute, begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Ja, wir schreiben das Video Teil 39 und was ist diese Woche passiert? Diese Woche war ehrlich gesagt wieder ein Unter der Anlage Video Woche, stimmt das so? Ein Unter der Anlagen Video war das wieder diese Woche. Ja, und was ist da passiert? Ich habe die Steckdosenleisten rund um die Anlage fertig gemacht. Dann habe ich gesetzt einen Hauptschalter und zusätzlich eine Kontrollleuchte, damit er die komplette Anlage aus- und einschalten kann. Und es hat natürlich auch wieder Gleisplanänderungen gegeben. In genau der Reihenfolge werde ich euch das zeigen jetzt. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei, schaut euch das an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, aber zuvor gibt es ein Intro und dann geht es ja schon mit dem Video los. Viel Spaß dabei! So, und zwar werden wir jetzt hergehen. Ich habe mir da ein System überlegt. Dadurch, dass ich ja weiße Steckdosen habe und schwarze Steckdosen, habe ich mir überlegt, es gibt ja unter der Anlage Steckdosen, die einen Dauerstrom haben, die quasi nicht mit einem Hauptschalter abgeschalten werden, damit sie stillstehen, damit kein Strom durchgeht. Alle Steckdosen, die Dauerstrom haben sollen, werden auf schwarze ausgetauscht. Das heißt, ich demontiere die, mache aus weiß schwarz, dann haben wir da ein bisschen System auch dahinter. Dann wissen wir sofort, ah, diese schwarze Steckdosen, die hat Dauerstrom und ja. So haben wir das jetzt vorgestellt. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Legen wir los. Demontieren wir die. Dann machen wir jetzt einmal den Kabelkanal zu. Schließen wir den Rest zusammen und dann sind wir fertig. Und sehen wir uns gleich wieder. Heute geht es darum, wir wollen uns da an dieser Stelle einen Ausschalter machen, einen Zentralschalter, mit dem wir die komplette Anlage ein- bzw. ausschalten können. So, ich habe mir da ein Kabel besorgt, ein vierpoliges. Ja, und dazu müssen wir jetzt wieder hergehen, unter die Anlage, in den unteren Kabelkanal, da fallen wir dann das Kabel ein. Und werden da einen Schalter setzen. Das machen wir jetzt. Ja, das ist eh ganz easy. Wird nicht so schwierig werden, glaube ich. Ich hoffe, das Kabel ist lang genug. Aber gefühlsmäßig sage ich, das geht sich aus. So, jetzt gehen wir weiter. Die haben sich echt nur gedacht, nimm mehr wie 10 Meter. Na super, schauen wir, bin gespannt. So, wie ihr da sehen könnt, da gibt es mittlerweile schon einen Schalter. Das ist für die Beleuchtung vom Schattenbahnhof. Und daneben, hier wollen wir jetzt den Hauptschalter hinmachen. Daneben vielleicht, würde ich sagen, machen wir die Kontrollleuchte. Daneben schaut es, glaube ich, besser aus. Jetzt müssen wir noch in den Verteiler ein Loch bohren für diese Kontrollleuchte. Ja, die montiere ich in den Verteiler rein. Geht sich schön aus mit dem Gehäuse. Und hier sollte die Kontrollleuchte reinkommen. Genau.
So, so würde das jetzt ausschauen. Jetzt kommt dann das Gehäuse rein. Und wird dann hier montiert. Einmal der Schalter und einmal die Kontrollleuchte. So sollte es ausschauen in etwa. Durch. So, den Schalter hätten wir montiert und jetzt geht es noch um die Kontrollleuchte. Die werden wir da her machen. Das heißt, ich werde hier da noch ein Loch bohren, damit ich mit dem Kabel für die Kontrollleuchte durchkomme. Schaut so dahinter aus, ja, das passt eh. Das habe ich jetzt sehr wiff gemacht, glaube ich. Na wirklich. Ich meine, schaut euch das an. Das habe ich genau. Ich nehme das jetzt noch mehr runter. Ich schraube das jetzt viel mehr an, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber es soll ich ordentlich auflegen. Dieses war der erste Streich. Und weiter geht es jetzt mit dem Anschluss an die Leitung. So, wir haben jetzt alles fix angeschlossen. Jetzt machen wir da wieder den Deckel drauf. Und fertig ist die Sache. So, das Ganze ist jetzt vorerst einmal fertig. Jetzt machen wir einen Check. Check. Eingeschaltet. Kontrolllichte ein. Central Station hochgefahren und die weißen Steckdosen aktiv. Und wenn man so abdreht, zack, alles weg. Central Station aus und die weißen Steckdosen auch aus. So, wir sitzen da wieder mal vom PC und zwar hat es natürlich wieder eine Gleisplanänderung gegeben und das möchte ich euch nur ganz kurz sagen. Ich zeige euch das jetzt einmal auf dem Monitor, wie das ausschaut. Tja, und wir befinden uns hier jetzt wieder in Windreck. Das ist der jetzige Plan vom Schattenbahnhof, so wie er momentan ausschaut. Und es geht um die Änderungen in diesem Bereich. Ich mache das einmal größer. Und jetzt habe ich folgende Änderung gemacht. Das Ganze wird in Zukunft jetzt so ausschauen. Das heißt, ich habe da zwei Weichen eingebaut, damit man das ganze Teil schön befahren kann. Vielleicht kann man das automatisieren dann eventuell das Ganze. Und um das geht es natürlich jetzt noch, das müssen wir jetzt da umsetzen auf der Schattenbahnhofsebene. Mittlerweile sind auch Änderungen auf den anderen Ebenen durchgeführt worden. So, das war die Ebene 0, die gelbe Ebene. Schaut im Moment so aus. Da habe ich natürlich überall Änderungen. Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen, wie das Ganze jetzt im
Endbestand, für seinen momentan derzeitigen Bestand ausschaut. Das wäre die Ebene 0, da kommt es von Gleiswendel. Auf beide Radien können wir rauffahren, auf beide Radien können wir runterfahren. Dann kommt man von der Ebene 0 über die grüne Ebene auf die andere Seite zum Bahnhof. Dann gibt es noch eine Plus 1 Ebene, das ist die rote Ebene. Und das Ganze schaut so aus. Ich glaube, erklärt habe ich es eh schon mal in meinen Videos. Blau Schattenbahnhofsebene. Wir fahren in diese Richtung, also von links nach rechts. Das heißt, wir fahren da runter, kommen hier in die Schattenbahnhofsebene und da geht es dann raus zu der neuen Ebene, die wir da, also zu der neuen Strecke, die wir jetzt noch bauen müssen. Kommen wir da in den Bahnhof rein und rauf kommen wir dann eben über die Gleiswendel. Entweder über dem inneren Radius, aber ich würde bevorzugen, immer auf den äußeren Radius raufzufahren. Das heißt, das müsste dann der violette sein. Das heißt, wir fahren am äußeren Radius rauf, kommen dann zur Ebene 0, das ist die gelbe Ebene, sind am äußeren Gleis. Da kommen wir auf eine weitere Ebene, auf die grüne Ebene. Da geht es wieder hinunter. Fahren wir da unten durch. Dann kommen wir zu diesem Teil, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, aber es wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Das heißt, das werden wir sicher so machen müssen. Dieses da ist normalerweise der Durchgang. Und das heißt so viel, wir müssen dieses Stück rausnehmen. Das heißt, alles rausnehmen muss rausnehmbar sein, sagen wir so. Dieses Stück muss rausnehmbar sein. Wenn wir da dann die Zentrale stehen haben. Und ja, so schaut es aus im Moment. Ich wüsste nicht, wie ich es anders lösen soll. Das heißt, wir kommen über das Gleiswendel rauf, fahren da runter über die grüne Ebene, fahren darüber über ein weiteres Gleiswendel, wieder auf die gelbe Ebene. Da kommen wir zu einem Bahnhof. Da geht es jetzt drüber wieder, über das Stück, das entfernt werden kann. Geht es rüber. Jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder fahren wir runter. Die zweite Möglichkeit ist, wir fahren hier nicht runter auf den Schattenbahnhof, sondern wir biegen da links ab, fahren darüber über die gelbe Strecke. Dann kommen wir da zu der Ebene plus 1, zur roten Ebene. Kommen wir da rauf, können auf der roten Ebene bleiben, das heißt, wir können da in Gras fahren, bis uns nicht mehr gefreut. Ewig lang, bis wir nicht mehr wollen. Und dann können wir hergehen, können wir das Gleis wechseln und können natürlich über die gelbe Ebene da runterfahren wieder. Fahren da her, kommen da raus. Da gibt es dann die Möglichkeit, wieder in den Bahnhof zu fahren, über die grüne Ebene. Fahren wir da unten wieder über das Gleiswendel rauf. Zack. Und dann können wir natürlich über die gelbe Ebene weiterfahren. Jetzt egal, ob links oder rechts. Entweder fahren wir da wieder bergauf auf die rote Ebene oder wir fahren da hinunter über das Gleiswendel und sind wieder in der blauen Ebene. Ja, so schaut im Moment der finale Gleisplan aus. Ich bin mir fast ziemlich sicher, da wird sich noch einiges ändern. Da ändert sich bei mir immer was, aber das ergibt sich dann meiner Meinung nach während der Bauphase. Tja, jetzt brauchen wir mal einen Kaffee. So, ihr habt jetzt wieder den Gleisplan gesehen, so wie der momentan ausschaut. Wird sich sicher wieder was ändern, wie eben gesagt, aber sicherlich während der Bauphase kommen noch einige Änderungen dazu, aber ihr kennt das ja eh. Was ich als nächstes machen werde, ich werde jetzt den Gleisplan umsetzen, einmal auf der Schattenbahnhofsebene. Ja, und der Rest dann
Mit dem Rest geht es dann weiter, wenn wir die Ebrenol beginnen. Hoffentlich jetzt bald, wird nicht mehr allzu lang dauern. Aber jetzt setzen wir mal die Schattenbahn aufs Ebene um und das machen wir jetzt einmal. So, die kommen einmal weg. Bis hierher. Die kommen weg. Ah, ich bleib stehen. So. Jetzt haben wir eins. Schau das an, hey. Irgendwie mag es mich nicht. Wurscht, dann nehmen wir es her. So, jetzt haben wir eins 72, dann haben wir. So, los geht's hier. Dann haben wir da dann als nächstes diese da. So, dann geht's da hinten weiter. Raus. Dann kommt zuerst. So wird das Ganze jetzt ausschauen. Jetzt gehören dann nur mehr die Weichen digitalisiert, diese und diese. Das Ganze gehört dann auf jeden Fall gereinigt. Da hätten wir wieder was geschafft jetzt. Schaut ja besser aus wie vorher, auf jeden Fall. Würde ich jetzt einmal behaupten. So, dieses war der Teil 39. Ich hoffe, es hat euch interessiert, was ich da jetzt gemacht habe. Das sind halt momentan unter der Anlagen Videos, die auch notwendig sind, die gemacht werden müssen, die Sachen. Zumindest bei mir ist das so der Fall. Ja, hinterlasst mir Kommentare, würde mich wirklich wieder sehr freuen und ich hoffe, es war was dabei, was euch da interessiert hat davon. Das nächste Video ist es Video 40 und ich würde schon so gern, ganz ehrlich gesagt, mit der Ebene 0 beginnen. Schauen wir mal, hoffentlich kommt nichts dazwischen, dann wäre mein Vorschlag, nächstes Video Ebene 0. Ja. Was halt dazugehört, was wir als erstes machen, was mir einfällt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich wünsche euch ein wirklich schönes Wochenende. Habt viel Spaß mit eurer MOBA. Alles, was dazugehört. Ansonsten hoffe ich, dass wir sie das nächste Mal im nächsten Video wiedersehen. Also dann, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Oh.